Berufswahl und Karriere 2021. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Und da wird auch eine ganze Menge passieren. Aber die Spielregeln ändern sich immer schneller. Die haben sich im letzten Jahr schon geändert. Und wenn du auf dem Weg in einen anderen Job bist oder nach oben oder zur Seite oder ganz woanders hin, dann musst du dich halt mit den Themen auseinandersetzen. Und was super geil ist, es gibt mittlerweile auch hier im europäischen, im deutschsprachigen Raum Experten, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Ne? Also wie musst du dich im Prinzip selbst verkaufen auf dem Arbeitsmarkt? Das ist ja auch ein Vertriebsmarkt. Aber die Regeln sind halt ein bisschen anders, als wenn du jetzt ein Produkt oder einen Service verkaufst. Eine der Top-Expertinnen in dem ganzen Gebiet, die seit über oder seit fast 5 Jahren Menschen dabei unterstützt, ja, den Job zu finden, den sie verdient haben, habe ich heute hier im Gespräch. Wir sprechen über, ja, über das, was hat die Krise am Arbeitsmarkt verändert und was musst du jetzt tun, um deine Karriere in den Corona- oder Post-Corona-Zeiten voranzutreiben. Und deswegen bin ich super happy, dass ich die Selma Kujas dafür gewinnen konnte, hier zu mir in den Vertriebsfunk zu kommen. Herzlich willkommen, Selma. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, und du bist ja jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt, ne? Der einen Kunden nach Hause schickt, weil er sagt, nee, wenn du es nicht so machst, dann lass es lieber ganz, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Du bist ja eine der Top-LinkedIn-Voices geworden, weil du halt eine klare Sprache pflegst. Ich liebe das. Ich mag auch deine LinkedIn-Beiträge sehr. Ich gucke mir die eigentlich auch immer an. Aber lass uns doch mal in das Gespräch einsteigen. Was hat sich denn so aus deiner Sicht am Arbeitsmarkt am meisten letztes Jahr verändert? Also eben wie du schon sagst, eigentlich ganz viel. Natürlich durch Corona in gewissen Bereichen und Branchen muss ein Umdenken stattfinden und die Nachfrage übersteigt das Angebot an verfügbaren Jobs und Stellen. Und das heißt, dass Bewerber oder Fachkräfte, die sich umorientieren möchten, doch ein bisschen tiefer in ihre Trickkiste greifen müssen, wenn es eben ums Thema Selbstpräsentation und Bewerbung und Lebenslauf geht. Ja, ich glaube auch, dass der Markt schwieriger geworden ist. Also aber der Markt ist lebendig, der Markt ist nicht tot. Also ich bin der Headhunter, ich sehe ja auch, dass Unternehmen ja auch uns noch intensiv beauftragen, um halt Positionen zu besetzen. Und ich sehe halt auch, dass es sehr, sehr viele Bereiche gibt, wo die Nachfrage eigentlich noch gestiegen ist. Also insgesamt mag das sein, dass es vielleicht jetzt im Moment mehr Bewerber gibt als offene Jobs. Aber es gibt halt, aber es ist halt ungleich verteilt, ne? Also die Messebauer suchen jetzt vielleicht niemanden mehr, aber sag mal, der Lieferservice sucht händeringend nach neuen Leuten, ne? Also der Markt verändert sich einfach. Und das macht, glaube ich, auch das Thema, das wir im Vorgespräch kurz hatten, immer wichtiger, ist das Thema Quereinstieg, ne? Also wie kann ich, also wenn du jetzt quasi bei einem Messerbauer bist oder bei einem großen Reiseveranstalter und sagst, okay, das wird jetzt wahrscheinlich auf absehbare Zeit nichts mehr werden, wie komme ich denn von da rüber in einen anderen Job? Und ich glaube, dass das, was auch eine von der Kernkompetenzen in der Zukunft sein wird, weil das Berufsleben halt erratischer sein wird. Also ich sehe das genauso wie du und ich habe auch vor ein paar Wochen einen LinkedIn-Beitrag gepostet, um Bewerber oder Leute, die gerade ihre Jobs verloren haben, zu inspirieren und habe aufgezeigt, in welchen Branchen jetzt aktuell wirklich Not am Mann ist. Du hast es angesprochen, die Logistik ist sicherlich ein Bereich oder Pflegeeinrichtungen, Spitäler etc. Also ich möchte dort auch die Bewerber dazu ermutigen, sich auch spontan zu bewerben, auch wenn sie nicht aus dem Bereich kommen oder dieser Branche, indem dass sie halt einfach aufzeigen, dass sie sofort einsetzbar sind und unbedingt mithelfen möchten, etwas zu bewegen und auch diese Krise vielleicht nicht in dem Job zu stemmen, den sie sich eigentlich wünschen. Ich nenne es so ein bisschen einen Überbrückungsjob. Also, wenn du den Job verloren hast und jetzt arbeitslos bist, anstatt irgendwie alles auf die lange Bank zu schieben und zu warten, bis sich die Situation wieder geregelt hat, geh raus und mach was völlig anders, weil wir können nur dazu lernen. Und wenn man bedenkt, dass Skills eigentlich übertragbar sind, also das heißt von Branche zu Branche, natürlich in gewissen Jobprofilen, dann finde ich,
wäre es wirklich eine verpasste Chance, wenn man dort nicht aktiv auch ja, auf die Suche geht, wo, also sich überlegt, okay, Corona ist jetzt da, wo braucht es Leute, wo kann ich helfen, welche meiner Kompetenzen kann ich wo einsetzen? Und diese Reflexion, die ist super wichtig. Und ich weiß halt einfach von vielen meiner Kunden, dass sie wie gar nicht gelernt haben, solche Überlegungen zu machen. Und sie wissen auch nicht genau, wie sie sich selber dann auch präsentieren. Und ganz viele Bewerber gehen immer noch den klassischen Weg von der Stellenanzeige zum Job. Und das ist von meiner Erfahrung her der schlechteste Weg, den du gehen kannst. Schlecht in dem Sinn, dass deine Chancen dort eigentlich am kleinsten sind. Also diese proaktive Bewerbung, spontan Aktivbewerbung oder eben auch der verdeckte Stellenmarkt, dort spielt die Musik. Bin ich bei dir? Ich glaube, dass, also ich sehe das ganz oft bei Kandidaten, dass die so einen Tunnelblick haben auf ihre Jobchancen, ne? Die sagen halt, okay, was gibt es noch für andere Unternehmen in meiner Branche, wo ich das machen könnte? Und gerade ich als Vertriebsheadhunter sehe oft, hey, mit deinen Skills könntest du eigentlich auch in einer ganz anderen Branche arbeiten, weil die verkaufen ein anderes Produkt, aber an die gleichen Kunden. Ne? Also du kennst die Kunden schon und das Produkt ist vielleicht auch von der Technik vergleichbar und auf die Idee kommen die eigentlich gar nicht. Ne? Und das macht auf jeden Fall Sinn, immer als jemand, der sagt, also auch wenn du nicht arbeitslos bist, aber wenn du immer sagst, okay, wo ergeben sich denn Chancen, immer mal zu überlegen, wo kann ich denn meine Skills noch einsetzen? Ich meine, es ist ja relativ klar, wenn du Buchhalter bist, es ist eigentlich auch egal, also weitgehend egal, in welcher Branche du arbeitest. Bei HR, also Leuten aus der Personalabteilung, ist es ja auch oft so, ist auch relativ egal, wo du arbeitest, als ITler auch. Und was du jetzt gesagt hast mit Pflegebereichen, gut, wenn du jetzt keine Pflegeausbildung hast, aber es gibt ja dahinter auch immer noch Aufgaben, Management, Buchhaltung, das gibt es ja da auch alles, ne? Und es gibt dann halt auch oft so Unternehmen, von denen man noch nie was gehört hat, so Startups oder sowas, die auch immer händeringend nach Personal suchen, dass das beweglich ist. Ich habe gestern wieder mit einer Firma gesprochen, die wollen 30 neue Leute einstellen in 2021 und haben ein Problem, die zu finden. Ne? Also man hat doch immer so einen Blick so, nee, der Markt ist blöd, es macht keinen Sinn, was zu tun, aber der Markt ist für dich ja eigentlich gar nicht entscheidend, sondern es geht darum, gibt es irgendein Unternehmen, das so jemanden sucht wie dich gerade? Und du brauchst ja nur ein Unternehmen, das dich einstellt. Du brauchst keinen Markt. Ne? Und das vergessen die Leute sehr oft. Ja, was mir auch auffällt, ist, dass viele gar nicht wissen, was sie denn genau eigentlich tun möchten. Das heißt, sie haben vielleicht die letzten 5 Jahre eben als Buchhalter gearbeitet und suchen dann explizit eben nur Buchhalterjobs. Und vielleicht nicht mal, weil sie das wirklich wollen, sondern weil sie sich gar nicht überlegt haben, kann ich da noch ausschweifen? Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten? Und ja, oftmals ist es so, dann gehen sie auf die Online-Stellenportale, geben eigentlich ihre aktuelle Jobposition ein und suchen dann genau nur das. Ja. Und ich schlage dort vor, geh einen Schritt zurück und schau doch mal, wo deine Geniezone liegt, was du eigentlich wirklich gerne tust. Und so finden sich dann ganz andere Möglichkeiten oder der Bewerber merkt plötzlich, hey, eigentlich wollte ich schon immer das und das machen. Ah, mir fehlt noch eine Weiterbildung, ich mache das mal. Und so ändert sich eigentlich auch dieses Karriereziel. Also eben Stichwort Karriereziel, die meisten haben gar keins. Und ich finde das so ultra wichtig, weil ohne Ziel kannst du keine Strategie entwerfen und kommst ja auch nicht zum Ziel. Und diese Strategie ist eigentlich ja der Schlüssel dazu, dass du möglichst schnell eigentlich beruflich weiterkommst. Du hast Geniezone gesagt. Wo ist deine Geniezone? Den Begriff habe ich noch nicht gehört, aber ich finde ihn super. Kannst du den mal erklären? Ja, das ist Zone of Genius. Ich finde, das ist genau dieser Sweet Spot zwischen dem, was du gut tust, das, was dir Spaß macht und ja, blöd gesagt, das, was die Welt braucht oder wofür du bezahlt werden kannst. Und diese Schnittmenge zu finden, das steht für mich am Anfang des Bewerbungsprozesses oder überhaupt des Wunsches, hey, ich will mich beruflich verändern. Und wenn du diese Vorarbeit nicht machst,
dann wirst du entweder ins Leere laufen oder so viel Energie in etwas reinstecken, das dann im Endeffekt nur frustriert. Also wenn mir Leute, ich habe oft Leute, die mir schreiben, ich habe jetzt 100 Bewerbungen geschickt und keine Einladung oder nur zwei, dann muss ich den Kopf schütteln und sagen, hey, du hättest schon nach der 10. Absage mal schauen können, warum passiert mir das? Bewerbe ich mich auf die falschen Stellen? Liegt es an meiner Selbstpräsentation? Also ich persönlich würde nie mir die Mühe machen, mich bei so vielen Unternehmen zu bewerben und so viele Absagen zu bekommen, weil, hey, dein Selbstwertgefühl, das wird dann so klein, wenn 100 Unternehmen sagen, nein, danke, dich wollen wir nicht, das tut etwas mit einem. Und das versuche ich zu vermeiden, weil es ist kein Klischee, aber deine Haltung, innere Haltung, also dein Mindset, ist entscheidend, wie du dich eben präsentierst, weil das prägt sich so ins Unterbewusstsein rein. Das erkennt dann der Personaler zum Beispiel an deinen Texten, sei es jetzt auf dem LinkedIn-Profil oder in deinem CV. Und auch wie du ins Vorstellungsgespräch reinkommst, egal wie sehr du es übst, es schwingt unbewusst mit. Und darum würde ich schon viel früher mal schauen, okay, was kann ich anders machen? Was braucht es wirklich, damit ich eingeladen werde? Also ich habe vor kurzem, es war letztes Jahr, mit einem Kandidaten gesprochen, promovierter Biologe, der mir dann auch erzählt hat, er hat 150 Bewerbungen geschickt und er hat jetzt mit Deutschland abgeschlossen. Ja, Deutschland ist einfach Mist, die Unternehmen sind Mist, die wissen das nicht zu würdigen. Das heißt, er hat quasi diese Beweislage einfach umgedreht, hat gesagt, nee, nicht ich habe einen Fehler gemacht, sondern all die Unternehmen da draußen, die sind doof. Ne? Und auch da war es so, du hast den Lebenslauf angeguckt und hast, also bei dir werden sofort 10 Alarmglocken angegangen, weil da halt klassische Fehler drin waren in diesem Lebenslauf. Wir haben dann nur diese einfachen Fehler rausgenommen aus dem Lebenslauf und ganz plötzlich gab es Einladungen. Ja, das heißt, Wahnsinn. Nicht die deutschen Unternehmen sind böse, sondern also man muss ja immer gucken, wie du sagst, wenn jemand 100 Bewerbungen schickt und Absagen kriegt, hat er schon grundsätzlich was falsch gemacht, weil er halt nach 10 hätte sagen müssen, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich muss zurückgehen. Und ich bin der Vertriebsexperte, ne? Und das, wenn jemand 10 Kundentermine hat und nicht mal schafft, ein Angebot abzugeben, das wäre jetzt hier im Prinzip ein Zweitinterview zu kriegen oder ein Angebot, ein Vertragsangebot zu bekommen, dann sagt man ja nicht, ja, die Unternehmen sind alle blöd, sondern irgendwas stimmt an deinem Pitch nicht. Du erzählst irgendwas beim Kunden, dass die sagen, nee, von dem will ich kein Angebot haben. Und das ist ja auch eine Verkaufssituation. Das heißt, du präsentierst dich ja als, ich sage immer, als Lösungsgeber. Das heißt, der Arbeitgeber hat irgendein Problem, wo ich die Lösung für bin. Was weiß ich, seine Buchhaltung funktioniert nicht, seine Projekte laufen nicht, seine Kunden erreichen nicht am Telefon und ich will, dass diese Lösung sein. Und das musst du halt quasi in deiner Bewerbung oder in deiner Kommunikation schaffen, rüberzubringen. Und das siehst du halt bei vielen Unternehmen, guckst du da drauf und sagst, das ist, glaube ich, kein Problemlöser, das ist eher ein Problembringer. Ja, und dann laden die dich natürlich nicht ein. Und manchmal sind das wirklich nur dumme Wortwahlen, wo bei uns sofort die Alarmglocken angehen und sagen, hey, wieso schreibst du das da rein? Ne? Das ist beim Vertrieb zum Beispiel, sagt man, du darfst niemals mit Negationen arbeiten. Ne? Wenn man sagt, sie haben kein Problem mehr mit Zahlungsausfällen. Ne? Unser Gehirn lässt das kein weg und sagt, sie haben ein Problem mit Zahlungsausfällen. Will ich mit jemandem arbeiten, der mir sowas bringt? Nee, will ich nicht. Ne? Also du musst, und deswegen sagt man zum Beispiel im Vertrieb, du musst es immer positiv formulieren, weil das besser im Gehirn ankommt. Ne? Aber weißt du, wo da das Problem liegt, jetzt aus meiner Sicht? Ich meine, eben du bist Vertrieber, du weißt haargenau, wenn du jemanden einstellst, der kriegt eine richtig gute Schulung, wie er verkaufen muss. Da gibt es Konzepte, eben das, was du gesagt hast mit den Negationen. Und das Problem bei den Bewerbern, das ich sehe, ist so ein systemisches Problem, dass die dieses Know-how gar nicht mit auf den Weg bekommen. Also wo ich angefangen habe, als Jobcoach zu arbeiten, vor 5 Jahren, da war es quasi ein bisschen so beschämend, wenn man einen Jobcoach konsultiert hat, weil das ganze Thema Bewerben, das muss man alleine stemmen. Eine Bewerbung, die mit jemandem zusammen, eben mit dem Coach geschrieben wurde, war nicht echt.
Und dieses Vorurteil ist auch bei vielen Bewerbern noch vorhanden, dass, oh nee, ich hole mir da keine Expertenhilfe, das muss ich selbst gebacken kriegen. Aber von wo willst du das Know-how hier holen? Ich meine, das Internet wimmelt ja nur so von guten Ratschlägen, also da bist du verwirrter nach deiner Google-Suche als vorher. Und darum finde ich es sehr schön, dass ich zum Beispiel eben mit LinkedIn die Möglichkeit habe, meine Tipps und Strategien weiterzugeben und eigentlich den Menschen, die vielleicht nicht von sich aus jetzt einen Experten anschreiben würden, die bekommen dann diese Tipps mit. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich so eine Erfolgsstory lese, von wegen, ah, Selma, mit deinem Blog und deinen Artikeln und so, jetzt hat es geklappt mit dem Job. Also ich denke, da ist halt einfach viel, ich will nicht sagen, Faulheit oder Arroganz, es ist mehr so ein, ja, die Bewerber, die trauen sich noch nicht genau oder ganz irgendwie einen Coach an die Seite zu holen oder sich beraten zu lassen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen tiefer. Ich glaube, dass also erstmal, also ich kann nur für Deutschland sprechen, da gibt es noch sehr oft die vorherrschende Meinung, sowas muss umsonst sein. Ja, also, ne, also da kann ich ja, also nee, beim Arbeitsamt kriege ich die ganzen Tipps umsonst. Ja, wieso soll ich dafür bezahlen? Und auch da, sagen wir mal, für diesen Bereich ist diese Bereitschaft, Geld zu investieren, relativ gering. Wobei das ja eigentlich das ist, wo du den höchsten Return on Investment hast. Ja? Wenn du jetzt einen Berater hast, der dich für Feng Shui in deiner Wohnung berät oder sowas, das ist nett, dann fühlst du dich wohler, aber das bringt dir eigentlich kein Geld. Aber wenn du einen Berater hast, der es schafft, dich in den Job reinzubringen und dann idealerweise auch noch deine Gehaltsverhandlung so zu machen, dass du halt deutlich mehr verdienst, dass der Return on Investment gigantisch. Ne? Aber ich kann mich erinnern, ich war früher bei einem Jobboard, bei Jobpilot. Und wir haben damals gemeinsam auch mit ein paar Experten so einen CV-Check angeboten. Also einen CV-Check, du konntest deinen Lebenslauf einschicken und dann haben die Experten da drüber geguckt. Und das haben wir damals für, ich glaube, für 49 Euro angeboten. Das war eigentlich nicht mal kostendeckend, ne? Weil du weißt ja, wie viel Arbeit da reingeht. Ne? Und wir haben jede Menge Hass-Mails gekriegt, weil die Leute gesagt haben, das wäre total unverschämt, für sowas Geld zu verlangen, weil das würde ja jedem zustehen, sowas zu bekommen. Wie können wir denn für sowas Geld verlangen und so weiter? Beim Arbeitsamt gibt das umsonst. Also diese Einstellung dazu ist ganz oft komplett verquer. Ja? Also ich meine, wenn jemand sich eine Zahnreinigung machen lässt, damit er hellere Zähne hat, könnte man ja auch sagen, wieso willst du Geld dafür haben? Ich habe ein Recht auf weiße Zähne. Ne? Da haben wir kein Problem, was dafür zu bezahlen, oft auch privat zu bezahlen, ja. Aber eine ähnliche Summe reinzugeben, damit wir quasi einen besseren Job finden, wo wir mehr Geld mit verdienen, da ist es oft nicht da. Also ich glaube, das ist wirklich, in Amerika gibt es Certified CV-Writer, das ist ein Ausbildungsberuf. Das heißt, du kannst ein Zertifikat machen und dann bist du quasi staatlich zertifizierter Lebenslaufschreiber und dessen Job ist, den Lebenslauf von anderen Leuten zu optimieren. Und in Deutschland, wie du sagst, ist das immer noch so, ja, aber wenn ich das selber nicht hinkriege, bin ich ja irgendwie ein Loser. Es gibt sogar in Amerika Wettbewerbe, also Contests von diesen Resume-Writers. Und ja, ich finde es wirklich, also aber ich beobachte, dass da ein Wandel stattfindet, vielleicht eben auch, weil wir eigentlich mit LinkedIn die Möglichkeit haben, unsere Botschaft auch hinauszutragen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es irgendwie, ja, dass die Leute, wie soll ich sagen, die Zusammenarbeit mit deinem Coach ist auch sehr persönlich, speziell wenn es um den Werdegang geht. Also das heißt, meine Kunden, die müssen wirklich ja, mir transparent auch sagen, was ist schiefgelaufen, wieso steht jetzt im Arbeitszeugnis was Negatives. Also ich muss auch ein bisschen dort meine Finger in die Wunde reinlegen, wo es nicht so angenehm ist. Einerseits und andererseits konfrontiere ich sie auch mit Fragen, zu denen sie sich nie Gedanken gemacht haben. Eben wenn es darum geht, was ist mir eigentlich wichtig? Also ich habe das oft, dass Bewerber nur Jobs annehmen möchten, wo sie, sagen wir, ein gewisses Gehalt bekommen. Meistens ist das Referenzgehalt das aktuelle und im Idealfall soll es noch ein bisschen on top sein. Und alles, was darunter liegt, schauen Sie gar nicht an. Und dort versuche ich mit Ihnen herauszufinden, ist das wirklich, wirklich so wichtig, dieser Wert Gehalt, viel Geld oder viel verdienen?
Und oftmals merken sie dann selber, hey, mir ist es eigentlich viel wichtiger, dass die Unternehmenskultur cool ist, dass ich mich mit der identifizieren kann. Und so langsam in diesem Prozess, ja, richten sie sich auch neu aus und bewerben sich eben dann vielleicht auch bei einem Startup, das bekanntlicherweise meistens von, ja, von der Lohnstruktur jetzt nicht so viel zu bieten hat, aber dafür ganz viele andere Benefits. Und diese Benefits sind für mich sehr wichtig und oftmals der Treiber für gewisse Burnouts oder Boreouts beim Job. Also das heißt, du verdienst eine Stange Geld, aber deine Aufgaben sind todlangweilig und du schleppst dich immer ins Büro. Und das ist für mich, ja, das tangiert die Lebensqualität. Und dann frage ich dann immer so, hey, ist dir diese Kohle wirklich so wichtig? Oder ist es nicht viel wichtiger, dass du ja eben beruflich erfüllt bist oder Spaß hast bei deiner Arbeit? Und gerade bei so Startups, also ich habe ja meinen ersten Job auch bei einem Startup gehabt, für den also deutlich geringeres Gehalt als meine Kommilitonen, die irgendwo eingestiegen sind. Aber du hast natürlich ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten meistens beim Startup. Also wenn sich das Unternehmen gut entwickelt, dann entwickelst du und dein Gehalt sich meistens dann auch überdurchschnittlich weiter. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Also nicht immer nur gucken, was ist jetzt, sondern ich sage eigentlich immer, interessant ist ja das Potenzial. Was für ein Potenzial steckt da drin? Ne? Was ist denn so der typische Kunde, den du berätst? Kannst du da was zu sagen? Was sind so die meisten Leute, die zu dir kommen? In welche Situation stecken die? Es gibt keine typischen Kunden, jeder ist individuell, aber nein, ich weiß, wie du die Frage meinst. Ich habe bewusst eigentlich mein Angebot so aufgestellt, dass ich wie jeden abholen kann, auch nach der Größe seines Budgets, weil ich eben auch finde, also ich verstehe, dass wenn man jetzt ein CV schreiben lässt, das kostet natürlich mehr, weil es viel intensiver ist und ja, mehr Expertise braucht. Also ich habe wirklich versucht, Berufseinsteiger abzuholen, Fachkräfte, die einen Karriereschritt machen möchten, also wirklich einen Step nach oben, eine Beförderung oder mehr Gehalt oder so. Und dann eben auch die Executives, also alle C-Level-Positionen, die dann wieder was anderes brauchen. Die können vielleicht mit einer guten Lebenslaufvorlage nichts anfangen und möchten dann wirklich eine ganz enge Betreuung, Begleitung. Und dort schälen wir eigentlich auch heraus, was diese Führungskraft eigentlich bewegen kann. Weil im Ende sind es immer die Ergebnisse, die Erfolge, die dich verkaufen oder die eben überzeugen. Und beim Berufseinsteiger ist das vielleicht nicht so im Vordergrund, aber bei einer Führungskraft ist das unglaublich wichtig. Und das dann in Zusammenarbeit mit mir herauszuarbeiten, ist eigentlich ja das Bedürfnis jetzt eines CEOs oder CFOs. Die Geniezone quasi zu finden. Genau, die Geniezone und vor allem bei den Führungskräften ist es halt schon so, da will man nicht die Katze im Sack kaufen, da will man ganz klar Facts mit Zahlen, mit Euro, Reduktionen, Steigerungen. Also das sind dann wirklich die Verkaufsargumente, die dann zählen. Das ist bei Vertriebsjobs auch so. Also wenn du da genau Zahlen, Daten, Fakten liefern kannst, Umsatz um so viel gesteigert, so viele neue Kunden gewonnen, das ist natürlich was, was immer sehr, sehr gut zieht, ne? Was sind deiner Meinung nach so die größten Hindernisse, die Bewerber heute mitbringen, wenn du das siehst? Also was sind so die größten Fehler, Hindernisse, die du aus dem Weg räumen musst? Das fängt eben, wie ich schon erwähnt habe, bei dieser Selbstreflexion an. Was will ich überhaupt? Was kann ich? Wo will ich hin? Das ist das eine, dass sich das, also viele Leute gar nicht darüber im Klaren sind. Und das andere ist halt diese Selbstpräsentation oder dieses Selbstmarketing. Bewerber haben noch nicht begriffen, dass sie ihr eigener Unternehmer sind und sie, also die Arbeitsleistung ist das Produkt, das sie verkaufen möchten. Und dort sind wir auch wieder beim Vertrieb und beim Verkaufsgespräch. Wenn man nicht weiß, was man zu bieten hat, wie soll man denn andere davon überzeugen? Also Schritt zurück, analysieren, was habe ich überhaupt zu bieten und das eigentlich auch ansprechend rüberzubringen, weil
Für mich ist ein Lebenslauf keine Biografie, das ist ein Verkaufsflyer von deinem Produkt, also von dir eigentlich. Und der muss gut aussehen und inhaltlich spannend sein. Und das ist nicht ganz einfach, aber es ist machbar. Auf jeden Fall muss man sich dazu weiterbilden, wie man sich selbst präsentiert. Und ja, das ist das, wo ich eigentlich versuche, am meisten zu unterstützen, eben mit diesem Wissen weitergeben, weil es ist irgendwie, das kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Da muss man sich schon Gedanken machen, okay, welche Worte benutze ich, welche Adjektive, wie kommt mein Lebenslauf daher? Also ist das nur so klassisch, altbacken, oder gehe ich da ein bisschen kreativer ran? Ja, also ich fand diesen Satz, der ist sehr cool, der Lebenslauf ist keine Biografie. Ne? Mhm. Was ich auch oft zu Leuten sage, also ein Lebenslauf ist kein offizielles Dokument. Ja, also da muss auch nicht alles drinstehen, was du in deinem Leben jemals gemacht hast. Ja, also es gibt keine Verpflichtung. Ne? Also du kannst, bist frei zu gestalten und halt die Sachen hervorzuheben, die dir wichtig sind, und die Sachen vielleicht wegzulassen oder halt weniger hervorzuheben, die möglicherweise nicht so wichtig sind. Ne? Und ich glaube dann auch, wenn es eine Verkaufsunterlage ist, wenn ich schon einen Lebenslauf bekomme, der 6 Seiten plus ist, ja, dann habe ich eigentlich keine Lust mehr, den zu lesen. Ich meine, wer liest einen 6-seitigen Lebenslauf? Das wäre so, als würdest du einen Flyer kriegen für ein Produkt, das 6 Seiten lang ist. Das liest auch keiner. Wenn du es nicht schaffst, das auf 1, 2 Seiten zusammenzufassen, hast du irgendwas falsch gemacht. Aber das ist Arbeit. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das machen musste, ich habe übrigens auch mal einen Karrierecoach gehabt, der mich beraten hat, und der, bei dem war es aber so, wo ich gesagt habe, okay, ich will es selber machen, und habe dann jede Iteration dann quasi dem gezeigt und immer so, ja, jetzt musst du noch das machen, noch da mich halt lernen, wie es geht. Ne? Und das hat mich, glaube ich, 2, 3 Wochen gekostet, meinen Lebenslauf von 6 Seiten auf wirklich 2 Seiten runterzudampfen. Ne? Und jeder Abschied von so einem Absatz war schmerzhaft. Nur das der Witz Ego ist... War angekratzt. Aber der Witz ist, du siehst es ja nachher überhaupt nicht mehr. Wenn du es dann auf 2 Seiten runter hast, merkst du gar nicht mehr, dass da was fehlt. Und plötzlich so, ja, jetzt ist es rund. Jetzt passt es irgendwie. Ne? Also ich sehe das Problem, dass Features genannt werden im Lebenslauf und nicht die Benefits. Und die Features, das heißt, also das Was, das ist auch austauschbar. Also es gibt viele Leute, die Features haben, aber nicht viele, die die Benefits bringen. Und darum setze ich den Fokus mit meiner Methode eigentlich voll auf die Benefits. Die Features sind natürlich auch da, aber eher im Hintergrund. Es sind eben diese, was bringe ich dem neuen Unternehmen, was kann ich bewegen, was möchte ich leisten und wie tue ich die Dinge. Auch klassische Verkaufsstrategie, ne? Also ist immer dieser, was bringt mir eine Waschmaschine? Also die Waschmaschine hat 1600 Umdrehungen. Ja, das interessiert mich eigentlich nicht. Also, aber die Waschmaschine schafft es, dass deine Wäsche deutlich schneller trocken ist als vorher. Ne? Mhm. Und du kannst sie auf dem Balkon aufhängen und sie wird trocken. Ah ja, das finde ich gut. Ne? Also das ist der Unterschied zwischen einem Feature und einem Benefit. Und man muss sich natürlich auch in den Kunden reinversetzen. Ne? Also ich habe immer gehört, niemand braucht ein Allrad. Ne? Was ist der Nutzen von einem Allradfahrzeug? Dass du deine Familie auch im Winter bei Glatteis, wenn Schnee liegt, sicher nach Hause bringen kannst. Schönes das fühlt Beispiel. Sich gleich ganz anders an, oder? Das fühlt sich gleich ganz anders absolut. An, ne? Absolut. So, und das ist halt der Unterschied zwischen Feature und Benefit. Und das ist ja das, was du beim Verkauf eigentlich immer lernst. Du musst dem Kunden eigentlich erklären, was für ein Vorteil drin ist, und idealerweise noch ein Vorteil, der für ihn wichtig ist. Ne? Mhm. Und was ich da noch ergänzen möchte, neben den Benefits ist auch das Warum so wichtig. Also Simon Sinek, warum tut jemand etwas? Und wenn ich als Unternehmer spüre, hey, diese Person möchte bei mir arbeiten, weil ... und dann dieses Warum kommt, also im Idealfall, weil mein Unternehmen cool ist oder mein Produkt so genial oder wir die Welt damit verbessern. Wenn er an meinem Warum teilhaben möchte, dann hat er schon mal richtig gute Karten.
Ja, du hast gerade davon gesprochen, das machen wir vielleicht noch zum Abschluss, finde ich auch sehr spannend. Der, sagen wir mal, am wenigsten erfolgversprechende Weg ist ja eigentlich nach Stellenanzeigen suchen und dann unten bitte bewerben Sie sich hier, dann da quasi das Bewerbungsformular ausfüllen. Das ist eigentlich der Weg, der am schwierigsten ist oder wo, sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass du eingeladen wirst, am geringsten ist. In Amerika, glaube ich, ist die Chance ungefähr 1 zu 30 etwa. Im Schnitt 1 zu 30. Also selbst also wenn du die Kriterien weitestgehend erfüllst, ne? Jetzt wäre die und das, aber sagen ganz viele Leute, ja, aber was soll ich denn sonst machen? Ja, absolut. Ich bin kein Fan von diesen Stellenbörsen, Online-Stellenbörsen und besonders nicht so von den Online-Stellenportalen, wo man seine Dokumente hochladen muss, weil man eigentlich seinen Wirkungsbereich loslässt und keinen Einfluss nehmen kann. Und wenn du bedenkst, dass im verdeckten Arbeitsmarkt angeblich gemäß einer deutschen Studie von der Schweiz, weiß ich es nicht, über 60% der Stellen unter der Hand vergeben werden, dann finde ich, ist dort die Chance viel größer. Wie ich vorhin erwähnt habe, unbedingt spontan bewerben. Sieh es als einen Marathon. Klar ist es nicht so, dass wenn du dich spontan bewerbst, am nächsten Tag der Anruf kommt, hey, wir wollen dich, aber du bist schon mal in einer Schublade und wenn der Moment, das Timing stimmt, kann der Personaler die Schublade auftun und dein CV rausnehmen. Das ist sicher eine Möglichkeit und natürlich soziale Netzwerke, nicht nur LinkedIn. Also ich beobachte besonders bei den Millennials oder Generation Z, dass die auf TikTok oder Instagram recht erfolgreich auch neue verdeckte Stellen finden, indem sie auf kreative Art und Weise auf sich aufmerksam machen. Stichwort Aufmerksamkeit. Das brauchst du als Bewerber in der digitalen Welt unbedingt. Es bringt nichts zu sagen, oh nee, ich will kein LinkedIn-Profil, ich habe schon Facebook und Instagram. LinkedIn wäre wirklich das Wichtigste, weil dieses Business-Netzwerk ist noch quasi in den Kinderschuhen. Und ich denke, auch mit der Veränderung der Digitalisierung des Bewerbungsprozesses werden wir eben mit One-Click-Bewerbungen durch LinkedIn hindurch viel mehr Stellen eigentlich besetzen. Und daher einfach mein Appell an jeden, hey, zeigt euch auf sozialen Medien, insbesondere auf LinkedIn. Wer das nicht tut, der verpasst wirklich Chancen. Ich habe gerade gestern zwei LinkedIn-Nachrichten bekommen von zwei verschiedenen Frauen, die durch meine Posts beide eine neue Stelle bekommen haben. Und zwar angeboten. Und nicht, die mussten nicht suchen. Es wurde ihnen angeboten. Das heißt, ja, wie Das cool heißt, ist du hast das die vorgestellt? Du hast die denn? vorgestellt Genau, die oder? eine habe ich vorgestellt in einem Beitrag. Und habe dazu aber nicht einfach nur ihren Lebenslauf gepostet, wie das viele Mitglieder machen, sondern noch eine Geschichte dazu geschrieben, wer sie ist. Weil hinter den Menschen sind ja die Geschichten und das ist dieses Warum, das eben auch Menschen anspricht oder Personaler zu sagen, hey, finde ich cool, der gebe ich mal eine Chance, ich rufe sie an. Das ist die eine Seite und die andere konnte in dem, dass ich einen Beitrag eines Stelleninserates kommentiert habe, ist das in ihrem Newsfeed gelandet. Sie hat sich gleich beworben und die Stelle bekommen. Also das heißt, sagen wir, in einem Team wird eine Stelle frei, dann dauert es vielleicht ein, zwei Wochen, bis diese Stelle auf der Firmenwebsite ausgeschrieben wird und dann in den Suchergebnissen der Online-Stellenportale landet. Aber jeder in diesem Team wird die Stelle auf seinem eigenen Profil posten. Und dort kannst du gerade einsteigen. Du bist dann der Erste, der sich dort bewirbt, noch bevor das überhaupt öffentlich ist. Und unter Umständen dann Deal und es wird gar nicht mehr publiziert. Du musst dich auch gar Deswegen. nicht bewerben, ne? Wenn du den aus dem Team kennst und der sagt, hey, wir suchen jemanden, dann ist ja der Genau. einfachste Weg, einfach mal zu sagen, hey, können wir mal zu telefonieren oder Zoomen oder sowas. Und dann erzählt dir der was über die Firma und die Stelle. Und der kennt dich ja idealerweise, sagt, hey, du passt genau auf den Job und so weiter. Weißt du was? Ich rede mal mit meinem Chef, der soll mal mit dir sprechen. Dann bist du eigentlich aus dieser klassischen Bewerbungsnummer eigentlich raus. Dann bist du halt im verdeckten Arbeitsmarkt gelandet, ne?
Also ich wage zu behaupten, dass eine persönliche Empfehlung den besten, coolsten, inhaltlich wertvollsten Lebenslauf in den Schatten stellt. Absolut. Du brauchst dann gar keinen Lebenslauf mehr, oft, ne? Also das habe Genau. ich auch schon gesehen, dass die Leute einfach nur, ich meine, im Endeffekt ist ja ein gutes LinkedIn-Profil an den Lebenslauf zumindest angelehnt, ne? Also die wichtigsten Informationen sind da auch drin. Und das ist ganz oft so, sagt er, nein, ich brauche keinen Lebenslauf, ich habe dein LinkedIn-Profil gesehen, alles gut, ne? Komm vorbei. Ne? Ja, LinkedIn, also ich bin auch großer Fan von LinkedIn, weil ich finde, die Kommunikationsmöglichkeiten da sind deutlich interessanter mittlerweile, als es bei Xing der Fall ist. Und ich sage immer, weißt du, wenn du einen Partner suchst, dann musst du halt auch auf die Party gehen. Wenn du zu Hause sitzen bleibst, wird es deutlich schwieriger. Und die größte Party ist jetzt halt gerade bei LinkedIn. Also würde ich dann, wenn du grundsätzlich auf Partnersuche bist, dann halt auch mal auf der Party sein und nicht warten, dass die Leute bei dir zu Hause vorbeikommen. Ne? Und es ist auch immer mehr. Also ich habe jetzt auch gerade vor kurzem wieder ein Gespräch gehabt mit einem Recruiting-Team, die halt auch massiv einstellen. Das ist so krass. Die haben gesagt, wir schalten keine Stellenanzeigen, weil wir nicht die Prozesse haben, die Bewerbungen abzuarbeiten. Ne? Also weil du ja viele Bewerbungen bekommst, sondern wir gehen nur aktiv auf Leute zu. Das heißt, wir schreiben nur über das, wie du gesagt hast, über das Netzwerk der Mitarbeiter, über Empfehlungen und aktiv über LinkedIn Leute an und managen nur diesen Rücklauf. Wir posten keinerlei Stellenanzeigen. Und die suchen Dutzende von Leuten. Ja? So, und dann bist du natürlich als jemand, der sagt, ja, ich warte darauf, dass eine Stellenanzeige geschaltet wird, bist du schon von vornherein ausgeschlossen. Ne? Deswegen sichtbar werden ist, glaube ich, super, super wichtig, jetzt auch in Social-Media-Zeiten. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, Anfang, Ende des Jahres, der gesagt hat, ich suche einen Job. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe dein LinkedIn-Profil nicht gefunden. Der so, ja, ich habe es nicht geschafft, mich anzumelden. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Wo ich so meinte, okay, 14 Millionen Leute haben es im deutschsprachigen Raum geschafft. Ich bin mir sicher, dass wenn du das willst, dass du das auch hinkriegst. Keine Ausrede, ich habe es nicht geschafft, wirklich Nee. nicht. Nee, es ist in der Tat so, man verpasst wirklich Chancen. Also das ist ganz klar. Ich sehe es fast täglich, was da auf LinkedIn abgeht. Und ich kenne ein paar so Social Media Verweigerer, die bis heute nirgends irgendwo ein Profil haben. Kann man machen, dauert unter Umständen einfach länger. Klar, alles, was funktioniert, ist erlaubt, ne? Nur man darf sich dann nachher nicht beschweren, wenn es nicht funktioniert hat. Und also um das Ganze mal abzuschließen, also meine Erfahrung ist mittlerweile, dass man muss keinen Coach haben. Man kann sich alles selber beibringen, man kann auch alles selber machen. Es dauert halt meistens viel länger. Man macht meistens deutlich mehr Fehler und es ist immer der Umweg. Ne? Also ich sehe das beim Sport. Ich habe, wenn ich was Schwieriges lernen will, dann nehme ich mir einen Trainer, der guckt, dass es richtig funktioniert, der mir zeigt, wie es geht und mir zeigt, wie ich es umgesetzt kriege. Ich habe, um meine Unternehmen voranzutreiben, Coaches, die halt auch gucken, was ich mache und von außen sagen, nee, das machst du besser so, weil du es selber halt nicht siehst. Ne? Wenn du eine Sprache lernen willst, hast du meistens auch jemanden, der deine Aussprache korrigiert oder ein Musikinstrument. Und genauso ist es, und das ist eigentlich einer der wichtigsten Bereiche überhaupt. Du verbringst einen Großteil deines Lebens in deinem Job. Und wenn du die Statistiken anguckst, gibt es 40 bis 50% der Leute, die in ihrem aktuellen Job nicht happy sind. Also es könnte, sagen wir mal so, es könnte einen besseren Job geben, wo es ihnen besser geht, ne? Die aber nicht in der Lage sind, sich da rauszubewegen. Ja? So, wenn du jetzt jemanden hast, der dir dabei hilft, dich da rauszubeben, wie viel Geld ist dir das wert? Ja, das ist ja eigentlich unbezahlbar. Ja, wenn du ein Jahr in einem Job verbringst und jeden Abend nach Hause kommst und denkst, oh, das ist so scheiße da, die Leute sind alle so doof und so weiter, ja. Ich meine, das ist da eigentlich unbezahlbar. Und dann geben die Leute irgendwie, ja, ich muss mich jetzt entspannen, ich zahle jetzt 4.000 € für einen Urlaub, um mich von meinem Job zu entspannen. Dann würde ich ja sagen, ey, dann nimm doch die 4.000 € und bezahle einen Coach, dass er dir einen neuen Job sucht, ja. Das finde ich also deutlich, deutlich besser angelegt. Also ich finde es interessant, wofür die Leute ihr Geld, und die geben dann nämlich 3 Wochen Zeit, um den idealen Urlaub zu planen. Und einen Nachmittag, um nach einem Job zu suchen. Wo ich immer sage, irgendwie passt das auch von den, ne, von dem Ressourceneinsatz und dem erwarteten Output, klappt das halt einfach nicht. Ne? Deswegen meine Empfehlung an alle, die sagen, ja, ich will jetzt einen Schritt machen, ich will nach vorne kommen, such dir einen guten Coach. Eine der besten hast du jetzt gerade hier im Interview. Deswegen wäre jetzt noch mal eine Frage an dich. Du hast ja gesagt, du hast unterschiedliche Angebote. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz interessant für die Community.
Wie kann so eine Zusammenarbeit aussehen? Also ich habe glücklicherweise am 20. 21. Januar zwei Live-Webinare, wo ich den Teilnehmern zeige, wie sie als Bewerber aus der Masse herausstechen. Ich habe dieses Webinar schon im Oktober gegeben und extrem schöne Erfolgsgeschichten zurückbekommen. Cool. Von Leuten, die im Webinar waren, eine Woche später, bam, hat es geklappt mit dem Job. Also jeder, der gerne ein bisschen mehr wissen möchte, wie man sich eben von dieser Masse abheben kann, der darf gerne dabei sein. Ich schicke dir dann noch den Link, dann kannst du es vielleicht in die Pack Shownotes mal in die Shownotes rein, genau. einpacken. Ich schreibe auch mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut einen Blog und versuche wirklich die Themen dort anzusprechen, die die meisten Bewerber auch interessiert und weiterbringt. Also auf selmacuyas.com finden sich ganz viele verschiedene Artikel zu Selbstmarketing, Bewerbungsunterlagen, Motivationstipps. Dort kann man mich auch finden. Dann natürlich auf LinkedIn oder Instagram, Facebook. Ja. Okay, Selma wie Selma Lagerlöf, wie ich gelernt habe, und Genau. Kujas mit Y, Kuyas. Aber sagen wir mal so, wenn ich jetzt sage, wenn ich sag, ja stimmt, es wird eigentlich Zeit, mir einen neuen Job zu suchen, und ich weiß nicht wirklich, wie das geht, und man will mit dir in Kontakt treten, wie läuft das typischerweise so ab? Kannst du uns da nochmal einen Einblick geben? Man kann mir schreiben, also auf allen Kanälen, per DM, Direct Message oder eine E-Mail schreiben, frage@selmacuyas.com. Auf meiner Webseite findest du auch meine Angebote unterteilt, eben wo du beruflich gerade stehst, ob du den Berufseinstieg machen möchtest oder eben dich als Fachkraft weiterentwickeln möchtest. Manchmal dauert es einen Moment, bis ich zurückschreibe, weil ich eine One-Woman-Show bin. Aber ich schreibe garantiert zurück. Was ist dann so der erste Schritt? Also telefoniert ihr dann erstmal miteinander, oder wie macht ihr das? Per E-Mail ist ganz viel von meiner Kommunikation und je nachdem, wenn es jetzt eine Situation ist, die ein bisschen komplexer ist oder die Person ein Berufsbild hat, das ein bisschen umfangreicher ist, dann telefonieren wir auch. Okay. Cool. Also dann muss ich dann auf jeden Fall das Webinar, das ist ja jetzt schon bald, 20. 21. Januar. Ansonsten auf die Webseite gehen oder halt auf den LinkedIn-Feed sich angucken. Die Beiträge sind immer sehr erfrischend und erhellend. Und Manchmal auch ein bisschen provozieren, ich manchmal weiß. hoffentlich auch provozierend. Und ich glaube, wir müssen eh nochmal einen Follow-up hier machen, weil wir eigentlich nur einen Bruchteil der Themen behandelt haben. Selma und ich sind nämlich beispielsweise keine besonders großen Freunde vom Lebenslauf an sich mehr. Ja. Und dann machen wir nochmal eine Folge zu den dümmsten Interviewfragen, die gestellt Super werden gern. können. Das machen wir nochmal so als Kurzfolge, aber ich glaube, für das Thema hier ist es ganz gut. Also zusammenfassend würde ich sagen, also es gibt da draußen noch unglaublich viele Chancen. Also egal, wie tief die Krise sind, für dich kann es immer einen Job geben. Ja, also so eine Art von Krise kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen, dass das nicht mehr der Fall wäre. Und ich kenne auch unfassbar viele Unternehmen aus meinem Umfeld, die gesagt haben, ey, wir hatten ein fantastisches Jahr 2020. Ja, also auch da gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, denen es richtig gut geht. Die Frage ist halt nur, wie du diese Chance sicherst. Du kannst das selber machen. Ich sage immer, das Erste, was du immer machen musst, aktiviere dein Netzwerk. Ja, dass die halt mal grundsätzlich wissen, dass du Karriere interessiert bist. Das heißt ja nicht, dass du auf Jobsuche bist. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich, dass du eine gute Verkaufsunterlage hast. Das ist ein guter Lebenslauf. Und da würde ich immer sagen, hol dir Hilfe von jemandem, der Ahnung davon hat. Also ich habe das auch gemacht. Es macht einfach Sinn. Ja, ja, und die Chancen sind immer da. Die werden auch nicht kleiner, sondern jetzt eher wieder größer. Deswegen macht es Sinn, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, wo du willst du denn eigentlich am Ende des Jahres stehen? Das ist, wie du auch gesagt hast, viele Leute wissen ja gar nicht so, wenn du sie fragst, ja, wo willst du denn jobmäßig hin? Ja, weiß auch nicht. Ich will mehr Geld verdienen. Weniger arbeiten und mehr Geld verdienen. Ja, das ist irgendwie ein Metaziel, aber das ist halt, um einen neuen Job zu finden, nicht besonders gut. Und es ist auch vom Mindset her schwierig, damit einen neuen Job zu finden. Ne? Also das ist auch ganz wichtig. Ne? Also sich auch mal zu überlegen, hey,
Wir haben jetzt Anfang des Jahres. Wo will ich denn Ende des Jahres stehen? In meinem Job oder vielleicht auch in einem anderen Job? Weil wenn du dir darüber mal Klarheit gemacht hast, dann ergeben sich meistens automatisch auch die Schritte, die dahin kommen. Ne? Man sagt ja immer, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ist dir kein Wind gewogen. Ja? Also du hast eigentlich immer Gegenwind. Deswegen macht es auch hier Sinn, das wäre jetzt so mein Wort zum Sonntag hier. Überleg dir mal, wo du Ende des Jahres jobmäßig stehen willst und dann lass uns schauen, wie wir gemeinsam dahin kommen. Deswegen gib alles. Selma, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern, danke, Nicht dass mal ich da gewesen bin. sein, dass du hier im Vertriebsfunk warst, wenn du nochmal kommen willst. Und Unbedingt. Also den CV, den müssen wir das machen noch wir. Dann machen wir nochmal eine Folge nach deinem Webinar. Ja? abarbeiten. Sehr gut, machen Cool. wir. Tschüss an euch alle draußen. Gebt alles. Dein Christopher Funk.